No, takže vás vítam všetkých u tohto nového videa. No a v dnešnom videu by som vám chcel ukázať, že ako bude vyzerať PlayStation 5. Ja viem, to veľmi dobre už veľa z vás videli PlayStation 5 trailer, ale možno, že niektorí to ešte nevideli. No a keď ste ešte nevideli PlayStation 5 trailer, tak toto video je pre vás. Ako môžete vidieť, práve teraz som na YouTube. Napísal som, že PlayStation 5 trailer. No a keď to takto to napíšte, že PlayStation 5 trailer, vyhľadáte si to proste jednoducho. Tam budete mať úplne hore to prvé video, ktoré už môžete vidieť, že je tam vypísané PS5 Hardware Reveal Trailer. Takže toto asi pred 6 týždňami to natočili Sony na PlayStation 5 trailer, že ako to bude vyzerať. No a v dnešnom videu teda budem reagovať na PlayStation 5, takže toto je také reakčné video. Ja viem, ľudia, toto je moje veľmi prvé video, na ktoré budem reagovať. Ešte na žiadne video som doteraz nereagoval som, ale v tomto dnešnom videu budem reagovať na PlayStation 5. No a tí, ktorí ste nevideli trailer o PlayStation 5, ako to bude vyzerať, tak v dnešnom videu vám ukážem video o tom, že ako to bude vyzerať. Ja som to už dávno videl o PlayStation 5 trailer. No a ja si myslím, že už môžem teda pre vás spustiť toto video, takže spustím pre vás toto video a nahám vás, aby ste si to pozreli. A potom na konci budem reagovať na PlayStation 5. Takže môžete vidieť už to aj veľmi veľa ľudí to videli. Tento trailer, už veľmi veľa ľudí to videli, tento trailer o PlayStation 5. 35 milión sliadnutí. Takže to nie je pred 6 týždeň, ale pred 6 dňami. Takže ospravedlňujem sa za to, sorry, ľudia. Tento trailer video má 1,5 milión lajkov a 64 dislajkov. Takže neviem kto mohol dislajknúť toto video. A nie, to je 64 tisíc lajkov a 1,5 milión lajkov. A 146 tisíc komentáre, takže veľmi veľa na toto písali. Do komentárov veľmi veľa ľudí už na to písalo na PlayStation 5. OK, ale už naozaj, že nahám vás, aby ste si to dopozerali až do konca toto video. Takže nebudem to teda zdržovať. A vrhneme sa teda na to. Thank you.
No, takže mohli ste teda vidieť, že o PlayStation 5 trailer, takže ako to bude vyzerať. Ja viem, už to milión ľudí to videlo, trailer o tejto konzole, ale za to natáčam toto video, pretože teraz budem na konzolu reagovať aj na ovládača, na to všetko, to čo tam ukazovali. Ten ovládač ku telke, na sluchadlo taktiež budem reagovať a na takéto veci. Takže PlayStation 5 musím uznať, to bude veľmi dobre vyzerať, akože wow. Ja neviem čo mám ku tomuto dodať, ale veľmi sa mi páči tá konzola a ešte aj ten ovládač sa mi páči. A to sluchadlo, aj to musím uznať, že aj to bude veľmi dobre vyzerať, aj ten ovládač ku telke, ten TV remote a ešte aj tá HD kamera, tak to bude niečo úžasné. Ja viem, ešte vám môžem ukázať to jedno, že aj do toho koľko budú taktiež samozrejme stať hry, toto mierne veľa budú stať hry, napríklad do PlayStation 5. Ale ja vám teraz ukážem na GameStope. No takže teraz som práve na GameStope, ako môžete vidieť. No a napíšem, že teda PlayStation 5. Stačí napísať, že PlayStation 5. A už môžete vidieť, takže veľmi veľa budú stať do toho hry a aj to si treba veľmi dobre rozmyslieť, ľudia. Veď či vôbec oplatí sa kúpiť PlayStation 5. Ale ja som sa už rozhodol, takže ja si to ďalší rok si to kúpim. Napríklad, kto si to môže všimnúť, Ghostwire Tokyo od 16 rokov, to je táto hra, to bude stáť takých skoro 100, takže ale 99 € 77 centov. Deathloop bude stáť 70 €. Hitman 3 Deluxe to je ešte vo Deluxe edícii 90 €. No tak a tak ďalej, teda mohol by som vám hovoriť ceny o hier, ale každopádne pozrite si to vy sami, že koľko budú stáť do toho hry, do PlayStation 5, takže môžete si to aj sami pozrieť. Ale určite, že do PlayStation 5 budú dobré hry, ale budú aj veľa stáť. Madden NFL 21, je tu Mortal Kombat 11. Takže už aj také video som videl na YouTube od Sony, že na PlayStation 5 budú exkluzívne hry. Takže tu máme aj tú HD kameru. To čo vo videu ukazovali od Sony Interactive Entertainment PlayStation 5, takže noj, aj toto bude stáť teda HD kamera 65 €. O tomto som ani vôbec nevedel, že toľko bude stáť 65 € ku PlayStation 5 HD kamera. A toto máme DualSense, teda Lade, to po nemecky tak sa to volá, že Ladestation. A toto bude stáť teda 35 €. Čiže jo. No tak toto ešte ujde 35 €. A to každopádne, že to si kúpim teda ku PlayStation 5, ten DualSense na navíjanie ovládač, pretože to je dôležitejšie ako hra. Takže ešte zatiaľ Spider-Man asi nekúpim. Miles Morales, to PlayStation 5, Marvel Spider-Man Miles Morales. Pretože
kúpim si ku PlayStation 5, si musím ešte dokúpiť potom aj ten ovládač a ešte aj to. To ladestation, to dual, ten DualSense na nabíjanie mojho ovládača. A NBA 2K21 taktiež bude na PlayStation 5. Takže aj to bude veľmi dobre. To bude proste pecka. Keď to bude na PlayStation 5, NBA 2K21, i keď to už je na PlayStation 5, normálne keď tak si to vezmeme, tak to je na PlayStation 5, NBA 2K21. Takže teda... Tak... No, hneď som späť. Ja viem, bude trochu, bude taká malá reklama teraz, ale aj potom hneď som späť. Zatiaľ nechojte nikde. OK. Leute, ich bin zurück. Also es war eine kleine Werbung. Aber ich bin schon zurück. Also wir reden mal weiter über PlayStation 5 Spiele. Zum Beispiel Far Cry 6 Ultimate Edition, das wird gekostet 110 Euro. Resident Evil 8 Village, das wird auch schon, naja, €99,77, also fast 100 Euro. Also ja. Spiele wird sehr teuer sein beim PlayStation 5 und das ist sehr schlecht, weil ja, wenn ihr das möchtet, Leute, dann ihr könnt euch schauen auf dem Internet, auf dem GameStop Seite, wie viel das wird gekostet, die Spiele. Also ihr könnt das schon schauen auf dem Internet. Ja, es wird ja sehr teuer sein, die Spiele beim PlayStation 5. Und ihr müsst denken, Leute, ein bisschen, dass also lohnt sich es zu kaufen PlayStation 5. Also ihr müsst ein bisschen denken, weil naja, die Spiele sind einfach teuer. Und naja, das kann nicht jeder leisten, dass ja einfach die Spiele kaufen, weil naja, es ist eine Konsole. Okay, ich verstehe euch, Leute. Ja, jeder gefällt die neue Konsole. Jeder das möchte kaufen und jeder das will haben. Die neue Konsole PlayStation 5. Naja, aber wenn euch das möchtet, neue Spiele zu kaufen beim PlayStation 5, danach, ihr müsst natürlich auch Geld zu haben und ja, wie gesagt, ja, das kann man nicht jeder leisten. Und ja, weil die Spiele sind echt teuer und ja, das ist nicht ja neue Sache. Also natürlich bei jeder Konsole ist teuer die Spiele, halt auch beim Xbox One ist teuer, die Spiele sind teuer und auch bei der PlayStation 4, das ist auch so gleich wie bei der Xbox One. Und ja. Also es gibt auch noch eine so PlayStation 5 Konsole, aber in der Digital Edition. Und wenn ihr hat das schon gesehen, die Trailer auf dem YouTube, Leute, PlayStation 5 Trailer auf dem YouTube, dann das ist voll cool, weil ich habe das auch gesehen schon, das Trailer von PlayStation 5, und das ist echt krass. Also
Ich muss dazu sagen, das ist echt cool und die Konsole schaut sehr gut aus. Das Design ist schön gemacht und auch bei der Controller auch das Design. Ja, und die Kopfhörer sind auch sehr gut gemacht, weil das ist auch schön. Also alles beim PlayStation 5 ist schön, aber ihr müsst einfach Geld zu haben, dass ihr könnt das leisten. Weil wenn jemand hat nicht genug Geld, dann diese Person kann das nicht einfach leisten zum Kaufen PlayStation 5. Also ihr müsst schon ein bisschen denken. Weil das ist keine Spaß und naja, ist halt so. Und auch das HD-Kamera bei der PlayStation 5, das ist auch schon sehr cool und sehr gut gemacht. Und auch diese bei der PlayStation 5 Medienfernbedienung, das ist auch schön. Naja, aber das wird natürlich separat verkauft, also das PlayStation 5. Das Disc-Version, so da müsst ihr ja auch zu dem Konsole das Controller noch kaufen. Das kostet noch 70 Euro. Und noch, ihr müsst dazu kaufen das Ladestation beim PlayStation 5. Das kostet 35 Euro. Und naja, natürlich, ihr müsst das kaufen, wenn ihr das wollt. Kaufen PlayStation. Muss das jeder kaufen, das Ladestation. Ja, DualSense Wireless Controller, also ja. Das wird gekostet neu 70 Euro, aber warte. Hier stimmt irgendetwas nicht. Also da zeigt mir bei der gebraucht 55 Euro, das kostet, hä? Warte mal kurz. Wie das kann sein? 55 Euro und gebraucht noch. Ich glaube, das ist einfach nur alles Lüge, weil ich habe noch geschaut in der GameStop letztes Mal. Ich war in der GameStop mit meiner Freundin und mit meiner Mutter. Und ich habe diese Controller gesehen, PlayStation 5 Controller. Und ich habe geschaut, wie viel das kostet. Und das kostet normalerweise in der Geschäft 70 Euro. Und da stimmt das halt nicht. 55 Euro. Ja, ich glaube, weil das, ja, das ist gebraucht. Natürlich, das ist gebraucht. Und also das könnt ihr bestellen. Ich glaube, na, das könnt ihr nicht bestellen, weil ja, ihr könnt das in der Geschäfte das kaufen, das Controller, aber die Konsole halt nicht, weil das ist noch nicht verfügbar und ich habe noch gefragt in der GameStop, wann wird es in der Geschäft sein, PlayStation 5, also wann wird es kommen? Und dieser GameStop-Verkäufer hat gesagt, dass es wird kommen am nächstes Jahr. Und ich habe ihn gefragt, ja, und wann genau? Und er hat gesagt, halt entweder in der Januar oder Februar. Entweder in der Jänner oder Februar, also nicht Januar. Entschuldigung für das, aber ich habe es halt falsch gesagt. In der Jänner, es ist verfügbar die PlayStation 5 Konsole oder Februar. Ja, also ja, wir schauen halt, wann es gibt die PlayStation 5 in der Geschäften, aber ich glaube,
dass es wird nur geben in der Februar, weil, naja, in der Jena, es wird noch nicht geben PlayStation 5, ich glaube, weil das wird nur später das geben. Also wenn Leute, wenn ihr hat das schon auf dem Internet geschrieben, GameStop danach, bitte geh auf diesen Link, gamestop.at. Ja, und gib einfach eine PlayStation 5 und wie ihr seht jetzt, alle Infos zur Konsole findest du hier. Also, ihr könnt Leute alle Infos zur Konsole hier findet. Also, ich kann auf das raufklicken. Und da steht, ihr wart fleißig, kaum waren die Vorbestellungen offen, schon sind die Konsolen vergriffen. Aber keine Panik. Unsere treuen Fans Nachschub wird kommen. Euer GameStop Zink Team. PlayStation 5 erhältlich ab 19.11.2020. Also ihr könnt das schon sehen, Leute, das PlayStation 5 ist verfügbar nur am 19.11.2020. Und da, ja, also da steht, du hast noch keine PlayStation 5 ergattert und willst sofort informiert werden, sobald die Vorbestellungen wieder verfügbar sind, dann lege jetzt die PlayStation 5 auf deine Wunschliste und wir informieren dich per E-Mail, sobald es neue Informationen gibt. Damit wir dich anschreiben können, solltest du unseren Newsletter abonniert haben, einfach hier anmelden. Also ihr könnt hier anmelden, Leute. Einfach hier anmelden, zur Wunschliste hinzufügen oder ihr könnt Leute zur Wunschliste hinzufügen, PlayStation 5. Zur offiziellen PlayStation Webseite, so wie ihr seht schon, Leute, da steht, Play has no limits. Also das bedeutet, Spielen hat keine Limit. Also da steht schon, freue dich auf blitzschnelles Laden mit einer ultraschnellen SSD, eine realistischere Spielerfahrung durch haptisches Feedback, adaptive Trigger-Tasten und 3D-Audio sowie eine völlig neue Generation unglaublicher PlayStation-Spiele. So, ja, muss ich dazu sagen, ja, echt unglaubliche PlayStation-Spiele es wird geben auf der neuen PlayStation. Die Spiele, die du willst. Ratchet und Clank Rift Apart, Demon's Souls, es wird geben auf PlayStation 5. Und noch mehrere Spiele. Sackboy Big Adventure, Gran Turismo 7, PlayStation 5 Zubehör, PlayStation 5 neu, also. Und ich habe das gut gedacht, dass das ist nur einfach alles nur Lügen. Das kostet nicht 55 Euro, aber 70 Euro. PlayStation 5 neu. Und HD-Kamera 65 Euro und so. Medienfernbedienung 35 Euro. DualSense-Ladestation 35 Euro. Pulse 3D Wireless Headset. Also das Kopfhörer zum PlayStation 5. Das wird gekostet 100 Euro. Also, es ist wirklich teuer. Und das kann man nicht leisten. Das Kopfhörer.
Also wenn ihr fragt schon mich Leute, hey David, welches Spiel gefällt dir am meistens auf dem PlayStation 5? Also hier ist die Antwort. Mir gefällt am bestens auf dem PlayStation 5 das Spiel heißt Marvel Spider-Man Miles Morales. Ja, und ich möchte das gerne kaufen zum PlayStation 5. Aber ich kaufe das nur später, weil, ja, erstens, ich will kaufen die Konsole, dazu noch die Controller und noch das Ladestation. Und später daran, ich kaufe mir das Spiel Marvel Spider-Man Miles Morales. Ja, und meine Meinung ist auf dem PlayStation 5, das wird das beste Konsole sein in dieses Jahr. Weil mir gefällt am besten das PlayStation 5 und nicht Xbox Series X. Also das ist schon auch krass, Xbox Series X. Aber PlayStation 5 ist noch krass. Das ist noch geil als Xbox Series X. Also ich habe schon auch ge gesehen, das Trailer von Xbox Series X. Aber meine Meinung ist auf dem Xbox Series X, das ist... Also, das ist für mich sehr schlechte Konsole, weil mir gefällt das nicht und ich kann nur einfach auf dem Video auf YouTube Dislike zu geben auf dem Xbox Series X, weil das ist ganz schlecht für mich, persönlich für mich und vielleicht für andere Leute, das ist nicht gar nicht schlecht. Aber für mich ist das halt schlecht, weil wenn ich habe das gesehen, für erstes Mal Xbox Series X, das neue Konsole, mir hat das gar nicht gefallen, weil meine Meinung ist auf dem Xbox Series X, dass das ist nur einfach scheiße. Und naja. Also halt, was soll ich noch dazu sagen? Also wenn ihr wollt, Leute, dann ich kann nächstes Mal ein neues Video machen, meine Reaktion auf Xbox Series X. Wenn ihr das wollt, also schreibt in die Kommentare, soll ich ein neues Video machen? Von meiner Reaktion auf Xbox Series X oder eben nicht. Also schreibt in die Kommentare rein. Das würde mir gefallen, wenn ihr schreibt in die Kommentare. Ja, und das war's für heutiges Video, Leute. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich wollte auf der PlayStation 5. Meine Meinung und meine Reaktion. Und alles. Ja, und ich glaube, ich habe gar nichts vergessen zu sagen in diesem Video. Und wenn ihr hat das gefallen dieses Video, bitte gib dazu Like auf dieses Video, abonniere auf meinem YouTube-Kanal. David Production und bitte nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren und schreibt in die Kommentare rein, was ihr denkt auf der PlayStation 5 Release Trailer, was ihr denkt
auf dieser Konsole PlayStation 5. Ja, also ich bin sehr entspannt, was ihr schreibt unter die Kommentare, Leute. Was ist eure Meinung? Ich bin sehr entspannt und ich lese jeder Kommentar. Ich lese einfach jeder Kommentar. Eure Kommentare, ich lese jeder. Also ihr müsst keine Angst zu haben, dass ich lese nicht jeder Kommentar. Ich lese fast alle Kommentare. Fast alle. Und ja, wie gesagt, bin ich sehr entspannt, was ihr mir anschreibt in die Kommentare. Und ich lese das einfach. Und das war alles. Ich freue mich nächstes Mal mit einem neuen Video. So gleichen Video. So, bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.